Während unseres Aufenthalts in Detmold, also auf der Tiny House Baustelle, bei unserem Tiny House Hersteller, haben wir es eigentlich geschafft, bis zu 60% der Innenverkleidung soweit zu installieren. Das war allerdings nicht so einfach, da wir uns für eine etwas andere Bauweise entschieden haben, also eine etwas andere Fassade und ein etwas anderes Ständerwerk. Und deshalb möchten wir mit diesem Video heute einmal die Vor- und die Nachteile dieser Bauweise erläutern. Wir sind übrigens Ilan und Anja und warten im Moment auf unser Tiny House, welches jetzt bald endlich wieder zu uns zurückkommt, und lassen eben die Erlebnisse von der Tiny House Baustelle noch mal ein bisschen Revue passieren, wie auch unsere Erlebnisse mit der Innenverkleidung, was wir für Vor- und Nachteile gesehen haben. Vorab möchten wir aber ganz kurz noch mal definieren, was überhaupt ein Hybridständerwerk ist. Der Begriff Hybridständerwerk stammt, glaube ich, von unserem Tiny House Hersteller, ne? Wir haben ihn vorher zumindest noch nicht gehört. Nee, eigentlich nicht. Und er bedeutet eine Mischung aus einem herkömmlichen Ständerwerk, also mit sich wiederholenden Pfosten und Riegeln, und der gelegentlichen Aussteifung, um eben der Parallelogrammverschiebung vorzubeugen, und ihrem Rautenständerwerk. Das haben wir uns auch mal genauer angeschaut, bevor wir noch unser Haus gebaut haben. Ja. Und das sah ziemlich abgefahren aus, ne? Ja, und das Witzige ist, dass daraus dann ja die Kombination aus eben diesem klassischen Ständerwerk und dem Rautenständerwerk entstanden ist, um beide Vorteile miteinander zu vereinen. Am Ende haben wir uns eben für dieses Ständerwerk entschieden, um statisch das Maximum rauszuholen aus dem Holz, welches wir verwenden. Weil der Fokus ja bei unserem Haus auch die Mobilität ist. Wir möchten unser Haus auch regelmäßig bewegen, für diejenigen, die das noch nicht wissen. Und da hat einfach der Punkt Stabilität so eine große Rolle gespielt. Des Weiteren haben wir uns für eine etwas andere Fassade entschieden. Wir haben uns für Sandwichplatten entschieden, also mit einem Dämmkern aus XPS, und erreichen somit ziemlich gute Dämmwerte. Wir können euch dazu gerne mal ein Video verlinken zum Thema Fassade. Auf jeden Fall haben wir dadurch eben an Innenraum gewonnen und können jetzt auch diesen Zwischenraum nutzen, weil im Grunde ist das, was ihr da seht, schon gedämmt. Somit haben wir eben auch die ein oder andere Ablage. Kompliziert wurde es aber vor allem im Küchenbereich. Da haben wir ja relativ viel geschlossen für unsere Einbauküche. Und da sind wir wirklich zu Beginn an unsere Grenzen gestoßen, weshalb wir jetzt auch mit den Nachteilen dieser Konstruktion anfangen möchten. Ja. Und zwar war es einfach der enorme Zeitaufwand. Es hat so viel Zeit gekostet, weil jedes Element, welches zu schließen war, individuell ausgemessen werden musste. Man durfte sich nicht vertun. Nee. Dann konnte man nicht, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten, sukzessive die Platten für die Innenverkleidung zuschneiden in einem Go und dann alle entsprechend einfach verschrauben. Das war schlichtweg nicht möglich. Viele Wände wollten wir eben als gesamte Wandverkleidung schließen, damit man kaum auch die Schnittstellen sieht zwischen den verschiedenen Innenverkleidungen. Und das hatte dann wieder zur Folge, dass es ein kleines Verstärkungskunstwerk wurde. Wir mussten nämlich jede Steckdose verstärken mit entsprechenden Hölzern. Wir haben ja da Paulownia-Holz verwendet. Und das haben wir einmal auch für das Licht, für jegliche Durchbohrung oder wo wir wussten, da werden wir was ranhängen oder da muss eben was verstärkt werden. Die Schwierigkeit vor allem war dann aber auch, als wir ein Steckdosenloch gebohrt hatten mit der Lochsäge, dass wir plötzlich vergessen hatten, dass ein Diagonalholzbalken hinter dieser Wand entlang lief. Das bedeutet, wir haben unsere schöne Pappelsperrholzplatte eigentlich verhunzt und waren drum und dran, diese Platte zu ersetzen. Wir hatten aber auch kein Holz mehr und mussten das Loch dann wohl oder übel wieder stopfen. Da würde dann kommt in Zukunft dann der Spritzschutz hin. Aber daran sieht man auch, und da kommt man neben dem Zeitfaktor eigentlich gleich zum zweiten Nachteil, ist dieses präzise Arbeiten, dieses Vorbereiten, genaue Ausmessen, auch der Winkel, gerade bei den Diagonalbalken. Ja. Und das eben auch nicht zu vergessen, wenn man so im Arbeitsflow ist, das hat uns schon echt Nerven gekostet. Bei den Innenverkleidungen, die wir so verkleiden wollten, dass eben das Ständerwerk noch sichtbar ist, da mussten wir dann entsprechend mit Klötzen arbeiten, um überhaupt einen Befestigungspunkt zu haben. Visuell, wie wir finden, sehr, sehr schön, sehr hübsch. Aber das war auch ein Krampf, weil wir immer auch testen mussten, wenn das Pappelsperrholz vorne drauf liegt, steht es jetzt noch ein Millimeter vor dem Holzbalken hervor oder schließt es jetzt bündig ab. Dann musste man manchmal einen Klotz noch lösen und um Millimeter nach links verschieben. Also ich denke, dass diese Leichtbauweise im Allgemeinen einfach etwas schwieriger ist, weil wir uns jetzt natürlich auch von jeder Verkleidung, ich hoffe zumindest, auch Fotos gemacht haben, wo denn die Verstärkungen genau sitzen.
damit wir auch, wenn es nicht gleich ersichtlich ist, dass es eine Steckdose ist, sondern wenn da mal irgendwann beispielsweise in der Küche dann auch die Dunstabzugshaube rankommt, dass wir auch genau wissen, in diesem Bereich haben wir verstärkt, als auch irgendein Spiegel oder irgendwelche Bilder, sonst hängt da nichts. Es wird einfach nichts halten. Also auch da muss man wieder vorausschauend arbeiten und überlegen, wo könnten wir denn in Zukunft mal irgendwas aufhängen wollen. Wir sehen hier in dieser Bauweise einen klaren optischen Vorteil. Es gefällt uns sehr, sehr gut mit dem Ständerwerk. Uns gefällt auch, dass wir an Innenraum gewinnen, an gewissen Stellen eben auch vielleicht nicht mal mehr Regale benötigen, weil wir diese quasi in der Wand integrieren. Und somit dann ja auch vielleicht an anderer Stelle auf das Regal verzichten, welches dann wirklich nochmal Raum nehmen würde. Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Es gibt noch ein paar Bereiche, die wir alleine aus ästhetischen Gründen einfach schließen wollen, die wir farbig vielleicht absetzen möchten. Also auch wenn die Liste der Nachteile jetzt erstmal länger klingt, haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt am Ende, würden wir denn so nochmal bauen wollen, auch wenn es so ein enormer Zeitaufwand ist oder ein Mehraufwand und auch echt Nerven kosten kann? Ich für meinen Teil würde sagen, ich würde es nochmal so bauen, wenn das Haus mobil sein soll, vielleicht. Ja, weil obwohl ich auch die Balken wirklich lieben gelernt habe, so sehr sie mich gequält haben zum Teil, liebe ich einfach die Individualität und die gestalterische Freiheit und diese Kreativität, die da mit reinströmt, wenn man sich an so eine Wand wagt. Egal, ob man die jetzt verstärken muss oder nicht, aber am Ende kann man selber entscheiden, ab wo verstärken wir bzw. ab wo verkleiden wir und wo lassen wir eben offen. Beispielsweise im Fußraum haben wir uns ganz klar dafür entschieden, diesen Bereich zu schließen, weil da eben einige Kabel entlang laufen, die wir übrigens, weil wir ja 100 Kilogramm Kabel haben, nicht durch das Ständerwerk führen. Das kann man auch machen und das macht dieses Haus ja auch interessant, finde ich. Wir schauen einfach mal, was noch draus wird, aber ich glaube auch, wenn wir nochmal mobil bauen wollten, dann würden wir das auch wieder machen. Es bringt schon auch einige Herausforderungen mit sich und vor allem auch einen größeren Zeitaufwand. Aber für uns hat es einfach einen neuen Horizont von Kreativität eröffnet. Wir haben viele Möglichkeiten. Jede Ecke kann was ganz Besonderes sein. Und wenn man Lust hat, kann man eben auch die Wände schließen. Also auch das ist ja nach wie vor möglich. Ja. Wir hoffen, dass euch die Infos oder unsere Erfahrungswerte, unsere persönlichen Vor- und Nachteile, die ja immer sehr subjektiv und individuell sind, vielleicht auch weitergeholfen haben in eurer Planung. Und freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss. Tschüss.